Ah, das kann doch alles nicht mehr. Das kann einfach nicht sein. Das geht nicht. Das kann einfach alles nicht mehr mein Ernst sein. Das. Naja. Wir gucken jetzt Lacktausch. Mal gucken, was sich so getan hat bei Fanatec. Die Musik. Herzlich willkommen zum Lacktausch. Hi! Das war es also mit dem ruhigen August, den ich noch in einem der letzten Videos erwartet hatte. Im vorletzten Video, nicht das letzte, im vorletzten. Und ich habe auch nicht dran geglaubt. Gut, dass sich das bewahrheitet. Zunächst aber mal wieder der mir so leidige, aber scheinbar notwendige Disclaimer. Dies hier ist kein Börsenbrief, ich gebe euch keine Anlageberatung oder ähnliches. Auch bin ich nicht die Stimme der Aktionäre, um mich für deren Interessen einzusetzen. Ich denke, für die Aktionäre der Endor AG ist der Zug leider schon lange abgefahren. Ich bin kein Affiliate-Partner von Fanatec und ich erhalte auch ansonsten keine Vorzugsbehandlung, weder von Fanatec noch von irgendeinem anderen Sim-Racing-Hersteller. Niemand bezahlt mich für die Videos, die ich zu dem Thema mache. Mein Kanal ist nicht monetarisiert. Im Gegenteil, ich habe sämtliches Equipment, das ich für die Erstellung meiner Videos benötige, wie Kameras, Stative, Lichttechnik, Mikrofone, meinen Computer etc. selbst bezahlt. Jetzt, wo wir das aus dem Weg geräumt haben. Der Disclaimer wird ja immer länger. Was werfen denn die Leute Lacktausch vor? Das wird ja immer verrückter. Gut, irgendwann ist der Disclaimer wahrscheinlich 3 Minuten lang, damit wir wirklich alles ausschließen können. Können wir also zum eigentlichen Inhalt des Videos kommen. Ui. Nachdem die Endor AG bereits am 30. Juli den Insolvenzantrag beim Amtsgericht Landshut gestellt hatte, hat man nun am 16. August verkündet, dass man die Münchner Beratungsgesellschaft Götz Partners Corporate Finance mit der Durchführung eines Verkaufsprozesses für die Endor AG beauftragt habe. Hier, wie ihr es von mir gewohnt seid, die Meldung der Endor AG in voller Länge. Götz Partners Corporate Finance startet Verkaufsprozess für die Endor AG. Die Endor AG gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Equipment für Rennsimulationen auf Spielkonsolen und PCs. Die Produkte, etwa High-End-Lenkräder oder Pedale, werden unter der Marke Fanatec weltweit über den eigenen Online-Shop an Endkunden verkauft. Erhebliche finanzielle Belastungen der Endor AG sollten zunächst über ein Verfahren nach dem Unternehmensstabilisierungs- und Restrukturierungsgesetz StaRUG bereinigt werden. Die mit dem StaRUG 2021 eingeführten Instrumente ermöglichen die Sanierung von Unternehmen außerhalb einer Insolvenz. Bei Endor war der Einstieg eines Investors geplant, der Bankverbindlichkeiten ablöst und dem Unternehmen erhebliche finanzielle Mittel bereitstellt, um das laufende Geschäft zu finanzieren. Nachdem der StaRUG-Plan nicht wie vorgesehen umgesetzt werden konnte, musste Insolvenzantrag gestellt werden. Am 31. Juli 2024 ordnete das Amtsgericht Landshut eine vorläufige Insolvenzverwaltung an. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Dr. Hubert Amferl von der Kanzlei Dr. Beck und Partner bestellt. Zielsetzung des Insolvenzverfahrens ist es, das Unternehmen aus der Insolvenz heraus an einen Investor zu veräußern. Ein Käufer muss neben dem Kaufpreis insbesondere die notwendigen finanziellen Mittel mitbringen, um Lizenzgebühren zu bezahlen und das anstehende Weihnachtsgeschäft vorzufinanzieren. Aktuell läuft das Geschäft, Verkauf, Auslieferungen, Reparaturen und Garantien unverändert weiter. Die höchsten Umsätze werden allerdings erst im November und Dezember erwartet, also mit dem Black Friday, der ja bekanntlich im November normalerweise ansteht. Umgehend nach Anordnung der vorläufigen Insolvenzverwaltung wurde ein internationaler Investorenprozess eingeleitet. Zum Verkauf stehen das operative Geschäft in Landshut sowie die Anteile an den ausländischen Vertriebsgesellschaften und das neue in Bau befindliche Verwaltungsgebäude. Für den Verkaufsprozess wurde die international tätige Münchner Beratungsgesellschaft Götz Partners Corporate Finance engagiert. In den vergangenen Tagen wurde ein virtueller Datenraum eingerichtet, in dem die Investoren wesentliche Unterlagen zum Geschäft von Endor abrufen können. Darüber hinaus wurde ein Businessplan erstellt, der Potenziale des Unternehmens aufzeigt. Jan-Hendrik Röver, verantwortlicher Projektleiter bei Götz Partners Corporate Finance, zeigte sich nach den ersten Tagen des Prozesses sehr zufrieden. Auf unsere Ansprache von mehr als 30 internationalen Investoren gab es eine hervorragende Resonanz. Wir haben bereits sehr vielversprechende Gespräche geführt.
Dies unterstreicht den weltweiten Ruf von Endor mit der starken Marke Fanatec und einem überlegenen Produkt. Im Interesse der Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden wird eine schnelle Lösung angestrebt, die es einem Investor ermöglicht, das Geschäft zügig zu übernehmen und reibungslos fortzuführen. Also gibt es jetzt gerade schon 30 Investoren? Vorher wurde doch alles abgelehnt. Das wäre interessant. Hier fällt auf, dass von Seiten der Endor AG erstmals die Rede davon ist, das Amtsgericht Landshut habe eine vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet. Im Weiteren ist dann einfach nur noch die Rede von einem Insolvenzverfahren. Das kann man allerdings nicht komplett gleichsetzen, denn bei einem vorläufigen Insolvenzverfahren handelt es sich noch nicht um ein Insolvenzverfahren. Ein vorläufiges Insolvenzverfahren hat primär die Funktion, eine potenziell vorhandene Insolvenzmasse zu sichern, Sanierungschancen zu wahren und eine drohende Vertiefung einer eingetretenen Insolvenzreife zu verhindern. Verkürzt gesagt kann man das vorläufige Insolvenzverfahren als einstweiligen Gläubigerschutz bezeichnen. Neben den angeordneten Sicherungsrechten des Insolvenzgerichts wird der vorläufige Insolvenzverwalter auch per Gesetz mit besonderen Befugnissen ausgestattet. So ist er nach § 22 Absatz 3 unter anderem berechtigt, die Geschäftsräume des Schuldners zu betreten und kann Einsicht in die Geschäftsunterlagen und die Buchhaltung fordern. Wenn nun Dr. Hubert Amphal seine Aufgabe ernst nimmt, könnte er also praktisch bereits die Funktion eines Sonderprüfers erfüllen, da er vollen Einblick in die Geschäftsunterlagen und die Buchhaltung fordern kann. Es kommt ja aber sehr darauf an, wie Dr. Amphal seine Rolle als vorläufiger Insolvenzverwalter auslegt. Und wo wir gerade bei dem vorläufigen Insolvenzverwalter sind, die Meldung über den Start eines Verkaufsprozesses hätte doch eigentlich von ihm kommen müssen. Hier klingt es aber, als käme diese Meldung von der Endor AG. Ja, wie denn nun? Das wirkt schon wieder alles irgendwie ein bisschen seltsam, finde ich. Aber kommen wir... Nein. Es ist auch überhaupt nicht seltsam, dass wir auf einmal 30 Investoren haben, die da scheinbar schon am Stissel sind. Und auch überhaupt, dass wieder alles so schnell geht und alles schon wieder am Start sind und eigentlich alles schon wieder ready ist und bevor es eigentlich beschlossen wurde, schon wieder fast gepostet wurde. Das, ach man, das stinkt doch schon wieder. Jetzt mal zum eigentlichen Verkaufsprozess. Zum Verkauf stehen das operative Geschäft in Landshut sowie die Anteile an den ausländischen Vertriebsgesellschaften und das neue in Bau befindliche Verwaltungsgebäude. Anteile an den ausländischen Vertriebsgesellschaften. Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, gehörten die alle noch zu je 100% der Endor AG. Sind mit Anteile also sämtliche Anteile gemeint oder bloß Anteile an den ausländischen Vertriebsgesellschaften? Ich weiß es nicht. Das wird aus der Meldung leider nicht klar. Vielleicht teilt man gegebenenfalls die Vertriebsgesellschaften auch unter verschiedenen Investoren auf. Es ist praktisch alles möglich. Was in der Meldung noch gesagt wird, ist, dass man mehr als 30 internationale Investoren angesprochen habe. Das heißt allerdings nicht, dass es auch 30 interessierte Investoren gibt. Wie viele Interessenten es momentan tatsächlich an der Übernahme der Endor AG gibt, wissen wir leider nicht. Aber das ist doch schon wieder... Okay, Sie haben 30 Leute angesprochen. So. Bevor dieser ganze Prozess gekommen ist, gab es ja schon mehrere, also auch um Herrn Jackermeier, die das geäußert haben, die abgelehnt wurden. So, Corsair ist jetzt wieder scheinbar kein Thema mehr. Wo kommen denn die jetzt auf einmal her? Waren die vorher schon da? Weil 30 ist ja nun nicht wirklich wenig. Also auch wenn wir, auch wenn sie sich dazu nicht entschließen oder noch nicht entschlossen haben, aber 30 ist ja erstmal eine Zahl. Die können ja nicht von heute auf morgen da sitzen, jeden Tag bei Endor die Nachrichten lesen und dann, nö, ja, okay. Jetzt gehen wir rein. Das ist ja jetzt nicht so, als wenn du da hingehst und dir die Endo AG mit einer Apple Watch kaufst. Im nächsten Absatz ist dann die Rede von Götz Partners Corporate Finance, die man mit der Durchführung des Verkaufsprozesses beauftragt habe. Monatelang habe ich mich davor gedrückt, etwas detaillierter auf Götz Partners einzugehen.
die Firma, die unter anderem den Datenraum der Endo AG verwaltet. Denn die Götz Partners Holding AG ist eine Firma, die ihre, sagen wir mal, ganz eigenen, komplexen Probleme mit sich bringt. Thomas Jackermeier hatte bereits am 6.5.2024 über seine eigenen Probleme mit Götz Partners auf Wall Street Online berichtet. Er schrieb: Zudem haben Teile der Investorengruppe seit dem 2.5.2024 Zugang zum Datenraum bekommen. Es liegen allerdings auch Beschwerden von potenziellen Investoren vor, dass Götz Partners sich weigert, den Zugang zum Datenraum zu gewähren. Grundsätzlich begrüßt es die Investorengruppe, wenn der Zugang zum Datenraum beschränkt wird, um eine unnötige Herausgabe von vertraulichen Informationen zu verhindern. In diesem Zusammenhang wollen wir feststellen, dass der Investorengruppe bekannt ist, dass mindestens drei direkten Konkurrenten der Endo AG offenbar voller Zugang zu vertraulichen Informationen im Datenraum gewährt wurde und hieraus ein deutlicher Wettbewerbsnachteil und Schaden für das Unternehmen entstehen könnte. Dieses Posting hatte ich schon damals zum Anlass genommen, um mal etwas über diese Firma zu recherchieren. Aber das, worauf ich bei meiner Recherche gestoßen bin, hat mich ehrlich gesagt dazu veranlasst, nicht weiter auf Götz Partners in meinen Videos einzugehen. Das ist mir alles ein bisschen zu heikel. Nur so viel. Die beiden Gründer der direkte Konkurrenten hatten Zugriff auf den Datenraum. Wir hatten letztens gerade so ein Ereignis, wo eine gewisse andere Firma die Preise gedroppt hat. Und die sehr ähnlich und nah an den Raum, sagen wir mal, an den Fanatec bestimmten Raum des unteren Segmentes sehr nah rankommt. Ob man da vielleicht jetzt einen Zusammenhang schließen kann, weiß ich nicht. Ist natürlich Mutmaßung, aber das trifft sich ja alles wieder fantastisch, wenn man das von außen einfach nur so betrachtet. Scheinbar momentan in Untersuchungshaft, im Zusammenhang mit einem Fall, der nicht in Verbindung zur Endo AG steht. Vielleicht sind sie mittlerweile auch wieder auf freiem Fuß, das entzieht sich allerdings meiner Kenntnis. Okay. Götz Partners selbst steht übrigens mittlerweile auch zum Verkauf. Die Kaufinteressenten stehen sicherlich Schlange. Das Interesse an einer Unternehmensberatung mit solch einem tadellosen Leumund sollte überbordend sein. Aber selbstverständlich... Das kann einfach nicht sein. Das geht nicht. Das kann einfach alles nicht mehr mein Ernst sein. Das, naja. Was ist das für ein Prozess? Also dieser ganze Ablauf. Das kann doch keiner ernst nehmen. Endlich gilt hier die... Mir hat letztens, schöne Grüße gehen raus an denjenigen, mir hat letztens jemand mit einem sehr großen finanziellen Hintergrund das mal aufgeschlüsselt und eine E-Mail dazu geschickt und mir das mal alles so ein bisschen erklärt. Das ist so ein Nonsens, der da abläuft. Das ist einfach nicht mehr feierlich. Also da kannst du dir wirklich nur noch an die Stirne packen. Die Unschuldsvermutung. Es gibt keine rechtskräftigen Urteile und solange dies nicht der Fall ist, muss man von der Unschuld der Betroffenen ausgehen. Ja. Das wollen wir an dieser Stelle auch tun. Die Firma selbst weiß sich jedenfalls sehr positiv auf ihrer Webseite darzustellen. Man betont die Wichtigkeit der Corporate Social Responsibility. Mit einer Illustration, die bei mir allerdings ganz andere Assoziationen weckt. Aber das ist mit Sicherheit lediglich meinem sehr seltsam verdrahteten Gehirn geschuldet. Ja, Lacktausch und dein Humor. Ich glaube, Lacktausch bekommt das nicht gut, sage ich dir, dass du jede Woche oder alle zwei Wochen hier so eine Videos machst. Ich denke, du hast schon sehr komische Gedanken mittlerweile gekriegt und dein Gehirn denkt schon wieder um 10 Ecken. Das ist nachher am Ende gar nicht alles so, wie du das hier immer darstellst. Und das, was du da immer liest, ist auch Quatsch. Ich habe mal geschaut, was sich denn über Jan-Hendrik Röver, den Mitarbeiter von Götz Partners, der für den Verkaufsprozess der Endo AG zuständig ist, herausfinden lässt. Auf der Webseite von Götz Partners trägt er übrigens seinen akademischen Titel. Dort heißt er also Dr. Jan-Hendrik Röver und laut seiner Vita hat er unter anderem an der London School of Economics and Political Science studiert. Ui, beeindruckend! Auf LinkedIn tritt er allerdings sehr viel bescheidener auf. Da taucht keine Universität auf und auch den Doktortitel trägt er dort nicht. Überhaupt, außer dem Arbeitgeber Götz Partners, steht auf seinem LinkedIn-Profil rein gar nichts. Recherchetechnisch ist der Herr also für mich zumindest
eine personifizierte Sackgasse. Wenn ihr selbst ein wenig mehr Recherchearbeit zu Götz Partners betreiben wollt, ist natürlich Google oder eine andere Suchmaschine euer Freund. Welche Firma oder Investor auch immer hier letztlich den Zuschlag erhalten sollte, ich denke, sie sollte eine Lösung anstreben, die auch Thomas Jackermeier in welcher Form auch immer weiter an das Unternehmen bindet, damit hier endlich Ruhe einkehren kann. Denn wenn ich die zahlreichen Rückmeldungen aus der Community richtig deute, wünscht auch ihr euch ein Fanatec, das mit seinem Gründer weitermachen kann. Und ein Investor, der die Community nicht mitnimmt, der wird es auch mit der Marke Fanatec in Zukunft schwer haben. Nee. Mag sie noch so stark und etabliert sein. Also, bleibt sauber, bis bald und tschüss. Da muss ich dir an der Stelle ausnahmsweise mal widersprechen. Lacktausch, das wird nicht sterben, das Ding. Ist auch egal, ob die Community da reingeht oder nicht. Die eingefleischte Simracing-Community ist sowieso kein großer Fan. Wenn man sich jetzt einfach mal, wenn man sich durch Foren durchliest, wird man sehr schnell feststellen, dass wirklich, sag ich mal, Menschen, die so 2-, 3-, 4-mal die Woche fahren und, sag ich mal, ein bisschen mehr als durchschnittlich sich mit Simracing beschäftigen, keine großen Fans von Fanatec sind. Selbst heute, mit all diesen Vorkommnissen, die es gibt, gibt es immer noch da draußen Influencer, die sagen, ja, kauft einfach ein. Kauft ein. Geht rein. Tippitoppi galoppi. Und dann gibt es noch Menschen, und das dürfen wir auch wieder nicht vergessen, gibt es noch sehr viele Leute, die davon überhaupt nichts mitkriegen. Und das ist wirklich, am Ende ist es schiedegal, ob die Community mitgenommen wird oder nicht. Es ist egal. Dieses Standing, also da muss schon wirklich super, super viel passieren, dass in irgendwie in den Rennserien das gedroppt wird, dass das nicht gut ist oder dass das aus den ganzen Spielen verschwindet. Und das ist nahezu undenkbar. Also klar wäre es natürlich schön, wenn Thomas Jackermeier als Gründer und auch Pionier, muss man ja sagen, mitgehen würde. Aber am Ende wird das der Marke überhaupt nicht. Nö. Und bei mir sehen die YouTube-Kommentare nämlich genauso aus. Den meisten Leuten ist das einfach auch egal. Und das ist ein Großteil der Menschen, denen ist das egal. Also so Sätze wie, ich weiß gar nicht, kann das gar nicht verstehen, wie man sich jede Woche so einen Scheiß reinziehen kann. Es ist doch am Ende Jacke wie Anorak, Hauptsache wir können da einkaufen. So, das ist auch ein sehr großer Teil. Also, ob das jetzt, ob Thomas Jackermeier mitgenommen wird oder nicht, spielt am Ende wirklich keine Geige. Es ist wurscht. Es ist wirklich wurscht. Und am Ende, also egal wie oft und wie viel wir uns diese Videos hier angucken, und ich stelle das auch immer wieder fest und immer mehr fest, je mehr du davon berichtest, Lacktausch, und je mehr ich das, sage ich jetzt einfach mal, simpel verteile und meinen Senf dazu gebe, desto irrelevanter wird das Thema auch, habe ich das Gefühl. Die Menschen sind auch überdrüssig davon, denke ich. Bei mir geht es auch langsam so in den Bereich, wo ich sage, okay, können wir das jetzt bitte, diese Thematik, können wir das bitte abschließen? Könnt ihr euch bitte darum kümmern, dass ihr wieder Sachen verkaufen könnt, für die Community neue Sachen bringen könnt und wieder eure Pionierarbeit leistet, das wäre fantastisch. Und ich hoffe auch, dass wir das dieses Jahr noch abgeschlossen kriegen. Ich drücke immer noch die Daumen, dass das dieses Jahr beendet ist, das Thema. Und dass das jetzt jemand kauft und da Ruhe im Puff ist.